So Leute, ja, ihr hört mal wieder was so von mir. Und zwar seht ihr auch schon eine Überschrift Info-Video und ich wurde wieder getaggt. Ja, erstmal die Infos, weil ich habe ja letzte Zeit nur Donkey Kong ganz unregelmäßig hochgeladen. Und das lag daran, weil ich Praktikum hatte und richtig wenig zu Hause war und so weiter. Da musste ich einfach das hochladen, was ich auf Vorrat hatte. Und jetzt bin ich endlich wieder fertig mit dem Praktikum und ich kann wieder richtig normal aufnehmen und normal hochladen, regelmäßig und so weiter. Jetzt kommt doch auf jeden Fall mehr. Und genau, dann wollte ich mich noch an meine fast 130 Abonnenten bedanken. Ja, es ging richtig schnell in letzter Zeit. Die letzten 2 Wochen, da kommen schon einige. Also danke nochmal an die neuen und auch an die alten. Und dann noch, heute ist ja der 1.2. Heute kommt die Liste der Let's Play-Woche raus, also gegen wen man spielen muss. Wer es noch nicht kennt, der guckt in meinem alten Tag-Video, der erklärt nochmal alles. Oder in meinem alten Info-Video, genau, da war es, glaube ich. Den verlinke ich auch nochmal. Ja, und da werde ich dann auch antreten, wie gesagt, und mal gucken, wen ich als Gegner bekomme. So. Das war's eigentlich zu den wichtigsten Infos. Ja. Dann wurde ich ja wieder getaggt. Letztes Mal habe ich mich ja mehr oder weniger gefreut, dass ich mal getaggt wurde. In Anführungszeichen gefreut. Und jetzt hat mich wieder einer getaggt, und zwar der LPTV Axel. Verlinke ich auch nochmal in der Beschreibung, ist auch ein Let's Player, könnt ihr mal reinschauen. Ja, ich freue mich jetzt nicht wirklich, aber ja, die meisten Fragen waren schon drin und ja, ich beantworte diesmal schneller die Fragen, nicht so ausführlich wie letztes Mal. Und ja. Komme ich mal zu der ersten Frage. Die Fragen stehen auch unten in der Beschreibung, wisst ihr. So, Frage 1. Wie kommst du zu deinem Nicknamen bei YouTube? Ja, also, ich habe mal so ein Spiel gespielt, für PlayStation 2, das hieß Rayman 3. Das fand ich ganz toll. Und der Endgegner hieß Reflux. Der war der Anführer der Knarren. Ich glaube, jetzt blende ich sogar ein Bild ein von ihm. Könnt ihr mal die hässliche Fresse von ihm sehen? Ja. Das ist also Reflux, so sieht er aus. Und ja, der war halt, ja, ich mochte den, der war stark, der war cool, der hatte coole Sprüche und so weiter. Und ja, dann Frage 2. Was ist das Wichtigste am LPen bei euch? Ja, ganz einfach, dass ich Spaß habe und dass ich gut unterhalte und ja, das war's. Mehr muss ich eigentlich nicht achten. So. Frage 3. Was für Spielgenre-Favoriten habt ihr? Das habe ich schon im letzten Tech-Video gesagt, deswegen sage ich es ganz kurz. Früher habe ich viele Rollenspiele gespielt, dann spiele ich jetzt auch allgemein alle möglichen Genres. Ego-Shooter, Jump'n'Runs und so weiter und so fort. Eigentlich von jedem etwas. Halt nicht mehr so viel wie früher, zocke ich. Ja. So, das war's eigentlich zu der Frage. Und Frage 4. Wie seid ihr zum Let's Play gekommen? Das habe ich auch schon erklärt. Ich sag's nochmal ganz kurz. Ich habe Fable 2 gezockt auf Xbox und komme nicht weiter. Ja, bei Fable 2 kam ich nicht weiter. So ist es, Leute. Ich war früher dumm. Nein, und habe einfach bei YouTube angegeben, Fable 2 Hilfe oder so. Und dann kam das Let's Play von CK, das habe ich mir angeguckt und auch mir ganz angeguckt. Und dann irgendwann mal habe ich noch einen PC gekriegt und mir gedacht, ey, da war ja noch was, dieses Let's Play, das wolltest du ja auch mal machen. Jetzt kannst du es ja machen, weil du jetzt die Möglichkeiten dafür hast. Habe ich mir die Programme dazu besorgt und einfach mal aufgenommen. Und bin mit Yoshi's Island angefangen. Ja, das war noch Zeiten. Letztes Jahr. Naja, so, Frage 5. Lieblings-LPR? Schrägstrich innen. Also es gibt eigentlich nur zwei, die ich wirklich regelmäßig gucke. Also wirklich fast alle Videos. Und das sind Sips LP. Ich finde, der Kerl unterhält einfach perfekt und witzig und ah, der muss man einfach gucken. Und als zum zweiten, iQual TV, kennen bestimmt wenige von euch. Er ist richtig gut und halt auch, er macht viele Livestreams über League of Legends und so weiter, gucke ich gerne mal rein. Und ja, der macht auch gute Videos. Und sonst noch halt die ganzen Kanäle, die ich auch im anderen Tech-Video schon genannt habe. Dann Frage 6. Das ist was Neues. Deine Lieblingskindersendung, wo du klein warst. Ja. Das sind viele. Ich habe ein paar aufgeschrieben, die ich jetzt einfach mal sage. Gummibärenbande. Roccos modernes Leben.
Ja, kennt ihr alles bestimmt noch von ganz, ganz früher. Ich bin ja jetzt mittlerweile schon fast 20. Und ja, früher, meine Kindheit, da war ich. Ja, wann war das? 1999, 2000, sowas. Da habe ich die ganzen Sachen geguckt. Ja, und was noch? Der Bär im großen blauen Haus, Captain Balloon, seine tollkühne Crew. Ja, das kennt ihr bestimmt. Also Rugrat, wer das nicht kennt, das waren diese Babys. Diese Babys halt. Mit den Abenteuern und so. Dann DuckTales habe ich geschrieben. Ich meine aber natürlich DuckTales. DuckTales, so. Mit den Enten. Kennt ihr? Tick, Trick und Tack und Dagobert und so weiter. Goofy und Max. Hey Arnold. Disneys große Pause. Und so weiter. Die ganzen Sachen, die auch so bei der RTL, Togo und so liefen. Ja, das waren erstmal alle hierzu. Gibt es bestimmt noch mehr, aber die mir jetzt nicht eingefallen sind. Siebtens, welche Konsole hast du? Ich habe eine PS2. Ich habe eine PS3. Eine Xbox 360. Ein PC. Eine Wii. Ein N64 und ein Super Nintendo. Und ein Advance. So viele. Ja, also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Konsolen. Ja. Dann, nächste Frage, mein absolutes Lieblingsgame, habe ich auch schon alles ausführlich drüber gesagt über das Spiel, und zwar ist es Shadow of the Colossus für die PS2. Und wer wissen will, warum und so weiter, guckt sich einfach das alte Tech-Video an. Dann die vorletzte Frage, Lieblingsband. Ja, ich höre ja, wie gesagt, alles mögliche aus allen möglichen Genres. Dann sage ich mal, aus der Hip-Hop-Szene höre ich ganz gerne Casper, habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe 3 Stück aufgeschrieben. So ein Beispiel, ne? Auch viel mehr, aber hier einfach mal Oberpunkt Casper. Dann aus der Dubstep-Szene, also die Zockmusik, höre ich Skrillex, yeah. Auch noch DJ, ach, wie heißen die alle? Flux Pavillon und so und die ganzen Kerle. Und dann aus der Rock-Metal-Dingsda-Bumsda Post-Hardcore-Szene höre ich gerne A Day to Remember. Ich mag dieses ruhige Gesang, langsame Gesang, gemischt mit dem harten Sound. Und ja, das mag ich gerne. Das mag ich gerne. Und gibt's auch unzählige andere, aber ich will jetzt nicht alle aufzählen und so und so. Das Video soll auch nicht so lange gehen, es geht schon 700 Minuten. Oh Mann. Naja, und letzte Frage, hast du noch andere Hobbys, du Nerd? Nö, ich bin Dauer-PCer. Nee, ich habe früher geskatet, 2 Jahre lang. Hatte jetzt aber bis jetzt ein Jahr eine Pause. Und fange, glaube ich, auch nicht mehr an, weil ich keine Kumpels habe, die das auch machen. Weil die Alten, die das auch gemacht haben, haben aufgehört. Ja. Und jetzt mache ich halt nichts mehr. Zur Schule gehen, Musik hören, chillen, schlafen, essen, trinken, atmen und am PC chillen. Ja. Das war's eigentlich mit meinem Tech-Video, Leute. Dann geht's hier nach weiter mit meinen Let's Plays. Mal gucken, was kommt. Also Plants vs. Zombies geht erstmal weiter. Donkey Kong geht noch weiter. Und dann werde ich mal wieder ein paar League of Legends Videos aufnehmen. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Let's Play Part. Ciao.